Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und wie ihr im Hintergrund seht, wird es heute wieder Zeit für ein Update zu Furio, da quasi die Voraussicht für den Monat Oktober veröffentlicht wurde und unter anderem eine große Sache in das Projekt implementiert wird, die ich heute hier zum ersten Mal auf diesem Kanal präsentiere. Wir wollen jetzt erstmal durch zwei Medium-Artikel durchgehen. Ich werde das so kurz und bündig wie möglich machen, um euch alle Informationen hier prägnant und in kurz dargestellter Form zu präsentieren. Anschließend werden wir uns noch die Statistiken des Fuhrpools anschauen und unter anderem natürlich auch von meinem Vault. Wir starten mit dem ersten Medium-Artikel und zwar, was können wir vom Oktober im Furio-Projekt erwarten? Und zwar das erste Statement, das sie hier geben: Das einzige Limit, das dieses Projekt hat, sind die Möglichkeiten und die Vorstellungen des Teams und der Community Support. Das ist ja das, was Furio aktuell so auszeichnet. Gefühlt alle Neuerungen, die rauskommen, sei es NFTs oder Token, es ist alles immer sofort ausverkauft. Die Community steht hinter dem Projekt, da die Entwickler eben auch konstant abliefern in diesem Fall. Der erste Schritt, der gemacht wird, und zwar werden mehr Token gemintet, und zwar aus dem einen Grund, um die Tiefe des Liquidity Management Systems zu vergrößern und somit das Projekt zu stärken. Die Furbet-Plattform verschiebt sich leider um ein paar Tage, da es Probleme mit dem Contract gibt. Alle NFT-Halter erhalten aber dafür Bonus-Token quasi als kleine Entschuldigung für die Geduld, die sie damit hatten. Was wird jetzt insgesamt im Oktober alles launchen? Und zwar, ihr seht den ersten Punkt hier schon, es wird den Furbot NFT Sale geben. Das kommt gleich im zweiten Medium-Artikel. Behaltet das schon mal im Hintergrund. Es wird hier einen Trading-Bot geben, der quasi nochmal zusätzliches Einkommen für das Projekt bzw. für das Liquidity-Management-System generiert. Der NFT-Marketplace wird live gehen. Ich habe euch ja immer gesagt, im Vault, die Funds, die ihr hier investiert, also diese Balance, die ihr habt, könnt ihr nicht auszahlen. Ihr erhaltet hier nur die Rendite. Sobald der NFT-Marketplace hier an den Start geht, könnt ihr aber euren gesamten Vault verkaufen und so sozusagen euer initiales Investment hier aus dem Projekt rausziehen, falls ihr nicht länger in diesem Projekt investiert sein möchtet. Dann, wie gerade angesprochen, die Furbet-Plattform wird im Laufe des Oktobers launchen. Es war eigentlich angepeilt, dass sie zum 1. Oktober launcht, aber das Ganze wird sich jetzt in circa 1 bis 2 Wochen verzögern. Dafür gibt es, wie gesagt, die Bonustoken für alle NFT-Halter. Dann noch zwei relevante Punkte. Sie sagen, dass sie hier noch zwei Sachen auf der Roadmap haben, die quasi noch nicht veröffentlicht wurden. Sozusagen zwei Gems, zwei Rohdiamanten, die uns Investoren alle positiv überraschen werden. Und zudem wird das Marketing für den Fuhrpool noch intensiviert, da sie hier sagen, dass das Ganze unterinvestiert ist, trotz der hohen Rewards, die hier ausgezahlt werden. Und ich kann euch das auch einmal kurz demonstrieren. Ich habe in meinem letzten Video, schaut euch das gerne noch dazu an, als ich 1000 Dollar in den Fuhrpool investiert habe. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier aktuell mal anschauen, und zwar, ich habe jetzt aktuell 921 USDC hier drin. Natürlich muss man von diesen 1000 Dollar, die ich hier initial investiert habe, die 10% Gebühr wegrechnen. Und jetzt habe ich aktuell 921 USDC, da ich meine Rewards, die ich hier täglich erhalten habe, stetig reinvestiert habe. Für euch jetzt wahrscheinlich interessant zu wissen, was ich hier täglich ausgeschüttet bekomme um ca. 22 Uhr deutsche Zeit. Und zwar sind das im Durchschnitt 4,60 Dollar, die ich erhalten habe. Und wenn wir das mal mit 100 multiplizieren und durch meine Summe, die ich jetzt aktuell hier drin habe, nochmal teilen, dann sehen wir, meine Rendite ist ja aktuell bei aufgerundet 0,5% auf einen Stablecoin, die ich hier tagtäglich erhalte, einfach nur dafür, dass mein Geld hier drin liegt. Also meiner Meinung nach ist das Ganze hier auch total underrated, da man hier jederzeit seine investierte Summe wieder rausziehen kann und wie gesagt die Rendite auf einen Stablecoin erhält, der nicht schwankt, und das Ganze wird die nächsten Tage auch noch steigen. Ich habe das jetzt über die letzten 5 Tage beobachtet. Die Rendite ist stetig angestiegen. Deswegen sollte man in diese Pools investieren, solange sie frisch sind, solange die Rendite noch steigt, da hier die größten Profite möglich sind. Dann, wie gesagt, wollen wir uns den zweiten Medium-Artikel kurz durchlesen. Und zwar wird Furbot 2 Trading-Bots einführen, die automatisch den Markt traden. Und zwar wird das Ganze in 2 verschiedenen Trading-Pools passieren. Es wird einen Closed-Pool geben, der nur für das Liquidity-Management-System vorgesehen ist. Und 20% der Funds, die sich in diesem Liquidity-Management-System befinden, werden hier für das Trading benutzt. Und alle Profite, die daraus gezogen werden, werden natürlich dann auch wieder zurück in das Liquidity-Management-System transferiert. Das soll auch nochmal dazu dienen, die Tiefe des Liquidity-Management-Systems auszuweiten und das Ganze zu vergrößern, um noch größere Preisstabilität zu haben. Das Ganze wird komplett transparent und für die Community einsehbar gehandhabt. Der zweite Pool, der generiert wird, ist quasi offen für alle Investoren und dieser wird exklusiv über NFTs für alle Investoren zugänglich sein. Der Presale wird am 11. Oktober stattfinden.
bis zu einem Maximum von 5000 NFTs, wobei ein NFT 200 USDC auf der Binance Smart Chain kosten wird. Das Ganze wird öffnen um 19 Uhr deutsche Zeit und ganz strikt nach dem First Come, First Serve Prinzip ablaufen. Ganz wichtig, das Ganze ist nur verfügbar für Mitglieder des 2,5% Clubs. Ihr habt jetzt quasi ab Zeitpunkt des Videos noch circa 10 Tage Zeit, falls ihr euch noch nicht im 2,5% Club befindet, um dann letztendlich eines dieser NFTs zu erwerben. Diese NFTs werden dann auch, wie vorher schon angesprochen, auf dem Furio NFT Marketplace handelbar sein. Also falls ihr das Ganze nicht mehr wollt und abstoßen möchtet, könnt ihr das machen und einfach das NFT auf dem Furio Marketplace anbieten. Das Ganze wird zum 1. November an den Start gehen. Dann ganz wichtig, wie werden die verdienten Rewards hier verteilt? 50% werden an die NFT-Halter ausgeschüttet, 20% werden für Token-Buybacks und Burns im LMS verwendet, 20% werden gehalten und reinvestiert und 10% werden für die Kosten angewendet. Dann sehen wir hier eine Beispielrechnung, was hier an Rewards möglich ist pro Monat. Das Ganze könnt ihr euch im Detail nochmal durchlesen. Ich werde euch natürlich die beiden Medium-Artikel unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann habe ich hier nochmal einen Teil markiert, was eben die NFT-Halter machen können. Und zwar gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kann seine Rewards hier monatlich claimen, oder man kann sie einfach akkumulieren lassen und dann irgendwann einsammeln. Ganz wichtig, man kann die Rewards, die man hier verdient, nicht reinvestieren. Also das Ganze ist wirklich ein reines Ausschüttungsprinzip und ihr haltet hier jeden Monat quasi eine Dividende dafür, dass ihr dieses NFT haltet. Ihr müsst auch nichts weiter machen, als das NFT in eurer Wallet sitzen zu lassen und hier monatlich eure Dividenden zu verdienen. Ganz wichtig hier auch noch zu erwähnen, wenn alle NFTs ausverkauft sind, dann wird natürlich der Wert auch anhand der Rewards, die in diesem Fuhrbot generiert werden, bestimmt werden. Das kann zum einen zu einem fallenden, als aber auch natürlich zu einem steigenden Wert führen, je nachdem, wie groß die Rendite ist und wie groß die Nachfrage natürlich nach diesen NFTs ist. Da die Plattform aktuell immer noch sehr, sehr stark am Wachsen ist, würde ich hier dementsprechend auch stark von dem steigenden Wert dieser NFTs ausgehen. Ich werde mir hier mindestens eines dieser NFTs kaufen, einfach auch, um in diesem Teil des Ökosystems investiert zu sein. Dann haben wir hier unten nochmal einen kurzen Abschnitt, wie das Ganze in Zukunft gehandhabt werden soll. Dafür würde ich euch bitten, einfach selbstständig den Artikel durchzulesen. Wie gesagt, ihr findet das Ganze in der Videobeschreibung, um das Video hier nicht zu lang werden zu lassen. Wir wollen jetzt einmal noch auf die Plattform springen, meinen aktuellen Vault anschauen. Wie wir sehen, ich bin jetzt bei den 1174 FOR-Token, die hier drin sind, weiterhin bei 2,5% Rewardrate und unser Team besteht mittlerweile aus 28 Mitgliedern. Wir sind hier kurz vor der 30-Mitglieder-Marke, um ins Fast-Team zu kommen. Wenn ihr daran interessiert seid, in dieses Projekt zu investieren, wir haben unter anderem auch eine private Telegram-Gruppe, in die ihr über den Link in der Videobeschreibung beitreten könnt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr investiert seid oder sonstiges, bitte hier nur Dinge reinschreiben, die auch das Projekt betreffen, um hier keine Unruhe bzw. zu große Unübersichtlichkeit reinzubringen. Hier an dieser Stelle auch nochmal, wie könnt ihr in das Ganze Projekt investieren, und zwar geht ihr dazu auf den ersten Link in der Videobeschreibung, werdet dann hier auf diese Seite weitergeleitet und könnt dann quasi auf der Binance Smart Chain USDC gegen FOR-Token eintauschen. Der FOR-Token ist ja mittlerweile sozusagen ein Stablecoin, wenn wir uns hier ganz kurz den Preisgrafen anschauen. Und zwar wurde seit Einführung des Liquidity Management System, das eben einen stabilen Preis gewährleisten soll, haben wir keine Preise gesehen, die unter $5.40 waren. Also der Preis bewegt sich aktuell die ganze Zeit zwischen $5.50 und $5.40 und wir haben somit stabile Einstiegspreise in diesem Projekt und ihr braucht euch erstmal, denke ich, keine Sorgen machen, dass dieser Preis massiv sinken sollte. Wie gesagt, die niedrigste Rate hier könnten maximal $4.50 sein. Ihr tragt, wie gesagt, die USDC hier ein, kriegt dann hier den Gegenwert an FOR-Token angezeigt und wenn ihr dann hier direkt den Haken setzt, um dann den Vault einzuzahlen, seid ihr direkt Mitglied des Teams und könnt dann auch, sobald wir die 30 Mitglieder erreicht haben, von wöchentlichen Airdrops hier profitieren. Die Adresse seht ihr im Hintergrund, falls diese nicht direkt angezeigt werden sollte, werde ich euch die ebenfalls in die Videobeschreibung packen. Ihr müsst dann lediglich noch auf Swap gehen, habt eure Funds dann in eurem Vault und startet mit einer Rendite von mindestens 1,75%. Wenn ihr das Ganze 28 Tage in Folge nur reinvestiert, erhaltet ihr auch die maximale Rendite von 2,5% in diesem Fall. Ich habe schon diverse Videos zu Furio auf meinem Kanal gemacht. Wenn euch das Projekt interessiert, gebt gerne mal Furio ein, dann werden euch hier alle Videos angezeigt. Wenn Fragen bestehen sollten, gerne einfach unten in die Kommentare oder wie gesagt gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Ich hoffe, dieses Update-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.